So, einen wunderschönen guten Tag zum heutigen Mindchat-Corel-Webinar Erfolgreiche Wissenssicherung mit Mindmanager. Ich freue mich heute ganz besonders, Frau Christina Steusser vom Steinmeis Beratungszentrum Wissensmanagement hier als Präsentatorin begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Steusser. Hallo, Herr Beschford. Ja, schön, dass Sie heute bei uns sind. So, kurz noch mal ein paar Informationen zu Frau Steusser. Frau Steusser ist Leiterin des Steinmeis Beratungszentrums Wissensmanagement, welches selber Büros in Graz, Augsburg und Köln hat. Sie ist als Beraterin für alle Themen rund um das Thema Managen von Wissens tätig im kompletten Raum Dach, und zu ihren Spezialgebieten zählen Reifegradanalyse zur Ermittlung der Ist-Situation und eben auch Wissenssicherung mithilfe von Mindmaps als Wissenslandkarten. Frau Steusser ist unter anderem auch nochmal Fachartikelautorin. Sie hat einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft und sie hat sich schon äußerst intensiv mit dem Thema Wissensmanagement während ihres Studiums beschäftigt. Gut, also herzlich willkommen von meiner Seite. Bevor es inhaltlich hier spannend wird, möchte ich ganz kurz über unser Zentrum ein bisschen was erzählen. Wer sind wir? Also der Steinbeißverbund im Allgemeinen ist grundsätzlich sehr bekannt. Es besteht seit über 30 Jahren und ist grundsätzlich Dienstleister für Wissens- und Technologietransfer. Das bedeutet, wir haben rund 6.000 Mitarbeiter in über 1.000 Unternehmen. Und in 1.000 Unternehmen, kleinen Beratungszentren, so wie wir. Und zu unterschiedlichsten Themenbereichen. Wir sind die Experten für Wissensmanagement. Es gibt in diesem Steinbeißverbund, in unserem Expertennetzwerk, aber auch Experten zu unterschiedlichen Disziplinen, wie beispielsweise Qualitätsmanagement, Logistikmanagement und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind für Wissensmanagement zuständig. Sollten wir in Bereichen, in unseren Projekten auf Fragestellungen stoßen, die das Wissensmanagement nicht primär behandelt, sondern nur am Rande anschneidet, haben wir auch Zugriff auf die Experten in unserem Netzwerk. Unser Beratungszentrum gibt es in Augsburg, Köln und mit mir vertreten in Graz. Was machen wir? Grundsätzlich jegliche Projekte zur Einführung von Wissensmanagement. Darunter fallen neben Prozessbegleitungen auch beispielsweise Software-Einführungen. Dann haben wir eine Reifegradanalyse entwickelt, mit Hilfe der wir die Ist-Situation des Wissensmanagements analysieren können und darauf aufbauend das Wissensmanagement weiter treiben können. Und womit wir uns heute beschäftigen, ist die professionelle Wissenssicherung mithilfe von Mindmanager. Das ist ein kurzer Auszug aus den Unternehmen, denen wir im Bereich Wissensmanagement bis jetzt schon geholfen haben. Und ich habe das Webinar in vier Hauptbereiche gegliedert. Zuerst schauen wir uns an, warum es denn eigentlich sinnvoll ist, das Wissen zu sichern. Der zweite Punkt ist, wenn wir wissen, wir wollen das Wissen sichern, dann müssen wir natürlich uns Gedanken darüber machen, wer sind eigentlich die Experten, die zentralen Wissensträger in meinem Unternehmen, bei denen es Sinn macht, das Wissen zu sichern. Gut, also Sie sehen die Gliederung. Meine vier Punkte. Jetzt wird es wichtiger, weil jetzt gehen wir in den Inhalt rein. Jetzt ist es wichtig, dass Sie dem folgen können. Also, erster Punkt, warum machen wir das? Zweiter Punkt, wen wollen wir, von wem in meinem Unternehmen möchten wir das Wissen sichern? Und ganz zentral auch, welches Wissen, das diese Person hat, wollen wir denn eigentlich dokumentieren und sichern? Und der dritte Punkt ist dann grundsätzlich das Vorgehen bei einer professionellen Wissenssicherung. Und am Ende fasse ich die ganzen Ergebnisse noch einmal zusammen und zeige noch einmal den Nutzen dieser Wissensdokumentation
auf. Vielleicht möchten Sie mir mitteilen, warum Sie sich mit dem Thema Wissenssicherung eigentlich beschäftigen. Sie können das gerne, die Antworten im Chatfenster eintragen. Auch Fragestellungen natürlich, die von mir dann auch beantwortet werden. Gut, der erste inhaltliche Punkt, warum beschäftigen wir uns mit dem Sichern des Expertenwissens? Um diese Frage zu beantworten, muss das Wissen an sich einmal genauer definiert werden und einmal muss man sich Gedanken darüber machen, um welches Wissen geht es eigentlich, von welchem Wissen sprechen wir. Im Grunde im Wissensmanagement für all diejenigen, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, es werden zwei Arten des Wissens im Groben unterschieden. Das eine ist das explizite Wissen, das andere ist das implizite Wissen. Wo liegt der Unterschied? Das explizite Wissen ist jenes Wissen, das grundsätzlich für alle zugänglich ist. Das ist im Unternehmen in irgendeiner Form gespeichert oder abgelegt oder sonst irgendwie zugänglich. Und das implizite Wissen ist das Wissen unter der Oberfläche. Das ist eigentlich das kritische Erfahrungswissen, das meine Mitarbeiter meist in den Köpfen haben, das nicht leicht artikulierbar ist und nicht leicht dokumentierbar ist. Und die beiden Hasen und die Karotte zeigen das eigentlich ganz gut. Die derzeitige Situation schaut in den meisten Unternehmen so aus, dass der Hase links sozusagen die Mitarbeiter im Unternehmen an einem kleinen grünen Strauch ziehen und versuchen irgendwie die Informationen aus dem Nirvana aufzusaugen, und leider ist es aber so, dass man die Informationen oft nicht findet und das Wissen nicht zugänglich ist und das meist eben unter der Oberfläche ist. Und Wissensmanagement und speziell auch die Wissenssicherung möchte den zweiten Hasen sozusagen darstellen. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel Wissen abgelegt, ich habe ganz, ganz viel Wissen so aufbereitet, dass es für alle meine Mitarbeiter zugänglich gemacht wird und nur mehr sehr, sehr wenig unter der Oberfläche schmort sozusagen. Und mit der Wissenssicherung können wir einen Großteil dieses impliziten Wissens dokumentieren. Und nachdem immerhin über 70% des gesamten Wissens unter der Oberfläche, sprich in den Köpfen der Mitarbeiter, steckt, ist das doch sehr, sehr wertvoll und nutzenbringend für die Zukunft. Warum? Weil man durch die Aufbereitung des Wissens die Einarbeitungszeit ganz drastisch verringern kann. Wir haben das einmal gemessen, beispielsweise in der Produktion, wo ein alter Mitarbeiter durch einen neuen ersetzt worden ist, durch die Wissenssicherung, durch so einen Sicherungsprozess, hat sich die Einarbeitungszeit im Vergleich um über 30% verkürzen können. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Nutzen, den man daraus ziehen kann. Und auch im Reklamationsprozess haben wir das gemessen, dass man das um 25% senken kann und dadurch natürlich auch mehr Kunden beraten kann. Also grundsätzlich, die Einarbeitungszeit verkürzt sich, das heißt auch, dass der Experte entlastet wird, was bedeutet, dass er mehr Zeit für seine Tätigkeit hat und weniger Zeit dazu nutzen muss, den Nachfolger sozusagen einzuschulen. Und es verkürzt sich natürlich auch die Dauer der Leistungserstellung grundsätzlich im Arbeitsalltag, weil sich die Suchzeiten verringern durch eine Wissenssicherung von einem Experten, weiß ich, wo ich nachschauen muss, wo ich meine Antworten auf die Fragen finde, und auch dadurch ist natürlich der Experte entlastet, weil die Fragestellungen nicht mehr direkt an ihn gestellt werden. Außerdem erhöht eine Wissenssicherung die Qualität der Arbeit. Warum? Weil das Wissen gesichert ist, weil jeder Mitarbeiter auf qualitätsrelevante Fragestellungen
Zugriff hat und aus der Vergangenheit sozusagen gelernt werden kann. Sprich, Fehler, die schon einmal begangen wurden beispielsweise, die werden in der Zukunft nicht mehr passieren, beziehungsweise bei Problemen, die in Zukunft auftreten, kann auf das Wissen von der Vergangenheit von meinem Experten zugegriffen werden. Neben dem, dass man aus Fehlern lernt, kann die Qualität natürlich auch gesichert werden. Warum? Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise in der Produktion arbeitet und ein ganz spezielles Bauteil anfertigen muss und den Hintergrund dieses Bauteils kennt, beispielsweise, dass es im Nanobereich auch notwendig ist, dass es die Anforderungen erfüllt, weil sonst die Messwerte beispielsweise nicht stimmen, dann wird der Kollege natürlich viel mehr darauf Acht geben, dass diese Qualität auch stimmt, wenn er weiß, dass es fürs Endergebnis zentral ist, dass dieses Bauteil absolut in Ordnung ist. Und das natürlich erhöht auch die Motivation, wenn man weiß, okay, ich stelle ein Produkt her, ein Bauteil her, das dann im Endeffekt wirklich zentral ist im Endprodukt. Eine Innovationsfähigkeit wird natürlich erhöht. Warum? Weil durch das Vernetzen des Wissens aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Experten natürlich auch neue Ideen entstehen können und dadurch natürlich auch neue Produkte entstehen können beispielsweise. Und zusätzlich erhöht sich natürlich die Effizienz der Produktion, wenn einer ein Best Practice Vorgehen hat und sich das etabliert hat, ist es natürlich sinnvoll, das mit den Mitarbeitern zu teilen. Und womit sichern wir jetzt eigentlich das Wissen? Es ist dadurch, dass Sie beim Mindchat sich angemeldet haben, wir machen das mit MindManager. Das ist ein Beispiel von einer Mindmap, die mit MindManager erstellt worden ist. Das ist so eine Endwissenslandkarte, die allerdings nur bis zur dritten Ebene aufgeklappt worden ist. Man sieht, es ist sehr, sehr umfangreich. Diese Wissenslandkarte beinhaltet nur das implizite Wissen, sprich das Wissen, das in keinster Form irgendwo bereits dokumentiert wurde. Auf das wird lediglich in der Wissenslandkarte verlinkt. Das bedeutet, wenn wir bei einem Thema ein Thema dokumentieren, Wissen aufschreiben, werden lediglich wichtige Hinweise dazu eingeführt. Wenn eine Dokumentation bereits besteht oder in irgendeiner anderen Form das Wissen bereits zugänglich ist, dann wird darauf verlinkt. Und man sieht in dieser Mindmap, also wie ich schon sagte, ist bis zur dritten Ebene ist es aufgeklappt. Im Normalfall hat eine Wissenslandkarte 7 Ebenen und wenn man sich das vorstellt, dass diese 3 Ebenen jetzt eigentlich schon so umfangreich sind, sind aber nur die Oberpunkte und das wirkliche implizite Wissen kommt erst danach. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Wissen in einer so einer Wissenssicherung drin steckt, nämlich im Durchschnitt so um die 350 bis 400 wichtige Hinweise, die da dokumentiert werden. Bevor ich nun darauf eingehe, wie jetzt eigentlich die zentralen Wissensträger identifiziert werden und das Wissen priorisiert wird, würde ich gerne von Ihnen nochmal wissen, vielleicht wenn Sie wieder im Chatfenster mir antworten möchten, ob Sie vielleicht schon Methoden einsetzen zum Thema Wissenssicherung, ob Sie das in irgendeiner Form im Unternehmen schon durchführen und grundsätzlich wie akut schätzen Sie das in Ihrer persönlichen Umgebung ein, dieses Thema? Also ist das für Sie sehr relevant, ist es wichtig oder würden Sie sagen, dass das kommt vielleicht erst irgendwann einmal, aber im Moment haben wir andere Prioritäten? Ich freue mich auf jede Antwort von Ihnen. So,
Also, ich habe Ihnen gezeigt, was möglich ist. Und nun geht es darum, wie identifizieren wir die Experten im Unternehmen, sprich unsere Wissensträger, wen können wir, welches Wissen wollen wir dokumentieren und sichern. Ganz zentral bei der Expertenauswahl ist es, dass der Experte eine spezielle Tätigkeit in meinem Unternehmen verrichtet. Sprich, es gibt eine Arbeitsstelle, die nur er inne hat und sonst niemand, der in etwa auch so einen Expertenstatus hat. Das bedeutet, dass eben gesichert wird, was macht er eigentlich konkret und ganz, ganz wichtig, wie führt er diese spezielle Tätigkeit durch. Und wichtig ist es natürlich, dass, dass es außer ihm niemand macht, weil sonst wäre das Wissen ja in einem anderen Kopf sozusagen für mich in Zukunft auch noch zugänglich. Der zweite Punkt ist der Erfahrungshintergrund, der eine wesentliche Rolle spielt. Das bedeutet, ich werde jene Experten oder jene Personen auswählen, die bereits sehr viel Erfahrung gesammelt haben in ihrem Tätigkeitsbereich, auf die ich gerne in Zukunft auch zurückgreifen möchte. Der dritte Punkt ist Wissensvergänglichkeit, bedeutet, wie vergänglich ist das Wissen? Ist das Wissen in Zukunft noch relevant oder ist das Wissen, das der Experte hat, eher auf beispielsweise alten Technologien aufbauend? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Programm, wo der Mitarbeiter ganz gut damit umgehen kann und Experte in der Anwendung dieses Programmes ist, aber Sie wissen, dass in einem Jahr ein neues Programm kommt, dann macht es wohl nicht sehr viel Sinn, hier ins Detail zu gehen. Das heißt, es muss auch Wissen sein, das in Zukunft noch relevant ist und in Zukunft auch meinen Mitarbeitern helfen wird. Der vierte Punkt, Offenheit, ist persönlich ganz, ganz wichtig von den Mitarbeitern. Also es ist sinnvoll, jemanden zu interviewen bzw. das Wissen von jemandem zu sichern, der grundsätzlich offen ist, der gerne spricht, auch über das, was er macht und der gerne seine Erfahrungen austauscht. Geht auch einher mit der Motivation. Das bedeutet, wenn ich beispielsweise zwei Experten habe, die in relativ kurzer Zeit das Unternehmen verlassen, dann werde ich jenen Experten eher interviewen, der grundsätzlich motivierter ist, sein Wissen zu teilen, als jenen, der sein Wissen überhaupt nicht teilen möchte. Also die Motivation spielt auch eine große Rolle. Und zuletzt auch die Zeitrestriktion natürlich bedeutet, wenn Sie mehrere Mitarbeiter gerne, also mehrere Experten haben und von mehreren Mitarbeitern gerne das Wissen sichern möchten, dann werde ich natürlich mit jenen Mitarbeitern beginnen, die in relativ kurzer Zeit in absehbarer Zukunft das Unternehmen verlassen werden. Aber grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Also ich kann einerseits natürlich das Wissen der Experten sichern, die jetzt mein Unternehmen verlassen oder in absehbarer Zeit. Ich kann aber natürlich auch eine permanente Sicherung anstreben und eine solche Wissenssicherung durchführen und aus diesem Dokument, das daraus entsteht, ein lebendes Dokument sozusagen machen, wo der Experte angehalten ist, jegliche Erfahrung, die er auch in Zukunft macht, gleich dort einzutragen. Der Vorteil von dieser permanenten Sicherung ist es, dass natürlich am Ende wahrscheinlich mehr Wissen in der Wissenslandkarte auch dokumentiert ist als ganz am Ende. Ganz einfach deswegen,
weil der Experte sich ganz am Ende möglicherweise an Einzelheiten nicht erinnern kann. Wenn Sie den Experten nun ausgewählt haben und diese 6 Punkte beachtet haben, dann wird im Interviewprozess darauf geachtet, dass das Wissen, was der Experte weitergibt und das Wissen, das wir sozusagen dokumentieren, 5 Kriterien erfüllt. Die 5 Kriterien sind Aktualität, Implizitheit, Relevanz, Voraussetzungen und Dokumentierbarkeit. Bedeutet Aktualität, wie aktuell ist genau das spezielle Wissen, das der Wissensträger uns jetzt gerade erzählt. Bedeutet auch das, was ich vorher schon gesagt habe, über die allgemeine Auswahl des Experten, wie aktuell ist das Wissen, das der Experte hat, beispielsweise eben bei diesem Computerprogramm. Dann ganz, ganz zentraler Punkt natürlich die Implizitheit des Wissens. Es wird nur das Wissen dokumentiert, das implizit ist und nicht das Wissen, das in irgendeiner Form bereits dokumentiert wurde. Und es ist bei jedem einzelnen Wissensgebiet notwendig, das immer wieder zu hinterfragen. Bedeutet, wenn wir in einem Interviewprozess sind, dann ist es häufig mal so, dass der Experte beginnt zu erzählen und weit ausholt und wir immer mal wieder darauf hinweisen, ob dieses Wissen nicht irgendwo bereits dokumentiert wurde oder irgendwo in einem anderen Kopf, beispielsweise bei einem anderen Kollegen, auch vorhanden ist, damit eben die Wissenslandkarte nicht keine doppelten Informationen auch in der Wissenslandkarte drinnen stehen. Und natürlich die Relevanz bedeutet, wie relevant ist das Wissen? Ist es wichtig, dass dieses Wissen, dass der Experte, wenn er so weit ausholt, ist es wichtig, das für den Nachfolger zu dokumentieren? Braucht er dieses Wissen unbedingt, um seine Tätigkeit dann aufnehmen zu können? Oder ist es jetzt eigentlich für die Zukunft irrelevant? Ganz, ganz wesentlich sind auch die Voraussetzungen, sprich, worauf baut der Nachfolger auf? Ist der Nachfolger auch ein Experte auf diesem Gebiet, wo er dann eingesetzt werden soll? Oder ist er beispielsweise von extern, kommt er von außerhalb des Unternehmens oder hat er das Unternehmen bereits kennengelernt und kommt innerhalb des Unternehmens nun an diese Stelle? Das sind alles so Fragestellungen, die man berücksichtigen muss. Weil natürlich, wenn es auf beispielsweise ein Chemieexperte vom Labor irgendwelche ganz speziellen Wissensinhalte teilen möchte und da kommt jemand, der sich mit Chemie mindestens genauso gut auskennt, dann gibt es natürlich diese Fachsprache beispielsweise. Da muss nicht alles erklärt werden und diese Dinge, dieser Wissensstand sozusagen, den der Nachfolger hat, auf dem wird dann aufgebaut und das wird natürlich berücksichtigt. Das heißt, es wird wirklich nur das festgehalten, was dem Nachfolger auch wirklich von Nutzen ist in Zukunft. Und grundsätzlich, wenn man das implizite Wissen versucht zu sichern, zu dokumentieren, irgendwie festzuhalten, dann muss auch darauf geachtet werden, wie wird das Wissen dokumentiert. Es gibt beispielsweise in der Produktion, wenn wir in Produktionsstraßen Wissenssicherungen durchführen, dann sieht die Wissenslandkarte natürlich komplett anders aus als bei Dienstleistern beispielsweise oder bei Verkäufern. Ganz einfach deswegen, weil es ein gänzlich unterschiedliches Tätigkeitsprofil hat und auf das wird natürlich auch
geachtet, wenn jetzt beispielsweise in der Produktion die unterschiedlichsten Schritte erklärt werden in dieser Wissenslandkarte, dann wird natürlich auch viel mit Bildern oder auch Videos gearbeitet oder Skizzen, die vielleicht angefertigt wurden, und es wird natürlich auch, fließt natürlich auch in diese Wissensdokumentation mit ein. Wie kann man nun dieses Wissen, das man da jetzt priorisiert hat, von diesen identifizierten Experten sichern? Es gibt da in der Praxis drei unterschiedliche Herangehensweisen. Das leider am häufigsten verbreitete ist diese Eigenerfassung über Checklisten. Bedeutet, es gibt eine vorgefertigte Checkliste von beispielsweise häufig der Personalabteilung, nach der vorgegangen wird, wo der Experte angehalten ist, diese Checkliste auszufüllen und sein Wissen in diesen einzelnen Bereichen eben selbstständig niederzuschreiben. Das Problem dabei ist, es ist sehr standardisiert natürlich und nicht auf die einzelne Stelle zugeschnitten, was bedeutet, dass nur maximal ein Drittel von dem Erfahrungswissen auch gesichert werden kann. Die zweite Möglichkeit ist eine moderierte Übergabe mit einem Leitfaden, wo man anhand von auch standardisierten Fragestellungen mit diesem Leitfaden eben versucht, dieses Wissen, das sich jahrelang angesammelt hat, eben auf den Nachfolger zu übertragen. Das passiert meistens in persönlichen Gesprächen mit dem Moderator, den Experten und dem Nachfolger. Sehr häufig ist es da aber so, dass es auch im Anschluss keine Dokumentation darüber gibt. Das bedeutet, der Nachfolger hat alles Wissen in diesem Übergabegespräch sozusagen bekommen, aber er kann eigentlich nicht mehr darauf zugreifen. In diesen Übergabeprozessen kann man bis zu 2/3 sichern, also es ist schon wesentlich mehr als durch die Erfassung über Checklisten, aber man hat im Nachgang meist keine Möglichkeit mehr, irgendwie darauf zugreifen zu können, auf irgendwelche Dokumentationen. Und die dritte Möglichkeit, das ist das, was wir im Steinbeiß-Zentrum machen, und zwar ist es der professionelle Wissenstransfer. Wie das aussieht, das darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Sie sehen da fünf Balken, das ist ungefähr, also ist ein typisches Projekt von einer Wissenssicherung eines Experten. Also Sie sehen, ein Balken entspricht in etwa einem Arbeitstag, das heißt, Sie können innerhalb von einer Woche das gesamte implizite Erfahrungswissen eines Wissensträgers sichern. Wie schaut das im Normalfall aus? Zuerst ist ein kleiner Kick-Off vorgesehen, wo man sich gegenseitig kennenlernt. Auch ein Vorgespräch mit den Experten, einfach grundsätzlich, um die ganze Vorgehensweise zu besprechen. Dann werden vorhandene Dokumente analysiert, sprich Dokumente wie Stellenbeschreibung, wie schon selbst erfasste Inhalte der Tätigkeit oder Dokumentationen, wie der Wissensträger selbst schon durchgeführt hat. Ganz einfach, um dann den ersten Entwurf der Wissenslandkarte sozusagen erstellen zu können. Dieser Entwurf der Wissenslandkarte wird von unseren Experten gemacht, um eben anhand der Informationen, die in diesen Gesprächen und Dokumenten an uns weitergeleitet wurden. Dann sind im Großen und Ganzen 2 Tage, wo die Interviews durchgeführt werden.
Es sind viermal 2 Stunden Sitzungen und bedeutet also in 8 Stunden ist sozusagen das Wissen gesichert. Das bedeutet auch, dass der Experte in relativ kurzer Zeit eigentlich sein ganzes Wissen preisgegeben hat und er dadurch auch nicht viel, also das Ganze dadurch für ihn bedeutet, dass er nicht viel Zeit investieren muss. Und nach diesen Interviews werden von uns die Wissenslandkarte fertig erstellt und gegebenenfalls die Interviews noch einmal abgehört. Und wenn die Wissenslandkarte von unserer Seite fertig ist, wird der Wissensträger nochmal aufgefordert, sein Feedback dazu zu geben. Das dauert im Normalfall in etwa 1 bis 2 Stunden. Und am Ende wird von uns das Feedback nochmal eingearbeitet und am Ende der Woche, im besten Fall, haben Sie dann die Wissenssicherung eines Experten komplett vorliegen. Jetzt sehen Sie, das ist relativ aufwendig, wenn man mehrere Experten im Haus hat und eigentlich sehr viele Experten in Zukunft aufgrund beispielsweise des demografischen Wandels das Unternehmen verlassen werden. Und es immer extern zu machen, das wird möglicherweise ein bisschen zu teuer. Deswegen haben wir ein Schulungsprogramm entwickelt, mit dem wir sozusagen einen Prozessbegleiter von Ihnen ausbilden, der dann selbstständig in Zukunft diese Wissenssicherungen durchführen kann. Fürs Verständnis, weil es mit den Begriffen etwas schwer ist, das jetzt zu erklären, der interne Prozessbegleiter ist sozusagen von unserer Seite der Auszubildender, der Azubi und wird von mir jetzt auch Azubi genannt. Das ist sozusagen jener, der bei Ihnen dann die Wissenssicherungen in Zukunft durchführen soll. Der Experte ist Ihr Wissensträger, der Mitarbeiter mit dem speziellen Wissen, das dokumentiert und gesichert werden soll. Und der Berater sind wir, die externe Unterstützung bei der Wissenssicherung. Wie sieht dieses Ausbildungsprogramm nun aus? Im Grunde basiert das auf 3 Schritten. Das erste ist einmal ein Schulungsblock, wo der Azubi sozusagen darauf vorbereitet wird, auf die Ausbildung sozusagen, wo die Inhalte sozusagen weitergegeben werden. Der zweite Block ist dann Training on the Job, bedeutet, dass er wirklich bei Wissenssicherungen dann dabei ist und anwesend ist. Und der dritte Block ist dann das Coaching und Review, das heißt, der Azubi wird dann im Nachgang selbst eine Wissenssicherung durchführen und von uns dabei unterstützt werden. Wie schaut es im Detail aus? Die Schulung wird auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. Das bedeutet, es wird analysiert und von uns Beratern angeschaut, wie die Wissenssicherungen in Zukunft abgehalten werden können und welche organisationalen Voraussetzungen für diese Wissenssicherungen bereits bestehen und welche Vorkehrungen eventuell noch getroffen werden müssen. Inhalte sind von dieser Schulung dann grundsätzlich natürlich die Methode und die Vorgehensweise, sprich worauf muss man während der Wissenssicherung achten. Der Azubi erhält von uns eine Einführung, eine Schulung natürlich in die Methode an sich und ganz wesentlich auch in die Interviewtechnik natürlich, sprich wie stelle ich die richtigen Fragen und worauf muss ich im Sicherungsprozess achten.
Gut, der zweite Block ist dann der Block Training on the Job. Bedeutet, wir haben die vier Phasen im Grunde der Wissenssicherung, die wir mit dem Azubi durchleben. Das heißt, der Berater führt im Grunde zwei, von uns sind zwei Experten empfohlen, die gesichert werden, wo der Azubi sozusagen zuerst Beobachter ist und durch Beobachtung lernt und auch an uns natürlich während des Sicherungsprozesses Fragen stellen kann. In diese Vorbereitungszeit, wo man den Arbeitsplatz des Experten kennenlernt und Verständnis über das Wissensgebiet einmal vorab erlangt, wird auch natürlich der Mindmanager vorgestellt und den Azubi näher gebracht, wie er mit diesem Tool, mit diesem Programm umgehen kann und worauf er dabei achten muss. Dann wird der Strukturaufbau bedeutet, die Wissenslandkarte, dieser erste Entwurf sozusagen, wird zusammen mit den Azubi erstellt. Und dann geht es auch schon in die Dokumentation, sprich in die Durchführung der Interviews. Das läuft im Grunde so ab, dass der Azubi als Beobachter eben neben dem Experten und uns als Berater sitzt und uns sozusagen über die Schulter schaut und den ganzen Prozess näher kennenlernt, da auch natürlich in der Praxis sieht, welche Fragestellungen wichtig sind, worauf man genau achten muss, wie man die Wissenslandkarte mit dem Mindmanager erstellen kann und grundsätzlich, wie diese Interviews ablaufen. Und nach dieser Dokumentation werden die Berater von ihm auch noch begleitet in der Nachbereitung, sprich also das Feedback des Experten wird eben eingearbeitet in die Wissenslandkarte und es werden dann die Ausdrucksformen angepasst und das Ergebnisdokument sozusagen erstellt. Und bei diesen Erstellungen und bei dieser Phase, bei dieser Nachbereitung ist natürlich der Azubi auch anwesend und bekommt von uns sozusagen auch noch wichtige Tipps und Hinweise, wie er hier vorgeht. Wie schon gesagt, es ist von uns, wird empfohlen, zumindest zwei Wissenssicherungen so mitzuerleben, bevor es dann in die dritte und letzte Phase dieser Schulung sozusagen geht. Und zwar besteht dieser Block aus dem Coaching und Review, was bedeutet, dass der Azubi jetzt selbstständig eine Wissenssicherung durchführt und von uns in diesem Prozess begleitet wird. Das heißt, er durchlebt jede dieser einzelnen Phasen, diese vier Phasen der Wissenssicherung, führt selbstständig die Wissenssicherungen durch und wird von uns beraten und am Ende geben wir natürlich Feedback und weitere Hinweise und Tipps zu jedem Prozessschritt, die ihm in Zukunft helfen können und helfen sollen. Gut, dann bin ich auch schon bei der Zusammenfassung. Was sind jetzt die Ergebnisse und Nutzen? Was haben Sie sozusagen in der Hand, wenn Sie eine Wissenssicherung bzw. auch vielleicht sogar eine Schulung mit uns durchführen? Sie haben am Ende das Wissen von Ihrem ausgewählten Experten gesichert. Wenn Sie die Schulung machen mit einem Experten, der dann in-house für Sie zuständig ist, für Wissenssicherungen, haben Sie am Ende des Projekts
Wissenssicherungen von insgesamt 3 Experten und zusätzlich noch einem Azubi und dann natürlich fertigen Wissenssicherer sozusagen, der für Sie in Zukunft diese Wissenssicherungen durchführen kann. Und was haben Sie noch zusätzlich dazu? Das ganze Projekt schafft Sensibilität für das Thema Wissensmanagement bei Ihnen im Haus, weil jeder natürlich das gleich, also spricht sich ja herum, und wenn da etwas gemacht wird, ist schon mal der erste Schritt für Wissensmanagement, für die Einführung von Wissensmanagement sozusagen getan. Und am Ende darf ich Ihnen noch ein Angebot machen, damit Sie auch eine Größenordnung haben, wie viel es in etwa kosten würde. Also für alle Teilnehmer dieses Webinars haben wir im Grunde genau das, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, wo Sie einen ganztägigen Inhouse-Workshop bekommen, mit eben den Inhalten, die ich erklärt habe, mit den wichtigsten Basics für die Wissenssicherung, sowie die Interviewtechnik. Dann haben Sie 2 externe Wissenssicherungen durch uns Berater. Bedeutet, Sie haben 2 Experten, das Wissen von 2 Experten gesichert, wo eben Ihr Azubi uns über die Schulter schaut. Und dann haben Sie noch eine zusätzliche Wissenssicherung durch dieses professionelle Coaching, das im dritten Schritt passiert, wo eben Ihr Azubi selbstständig eine Wissenssicherung durchführt. Und das Ganze, dieses ganze Angebot, bekommen Sie zum Festpreis von 9.900 Euro. Und ja, von meiner Seite noch einmal danke und einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen allen. Das tue ich auch nochmal. Frau Steusser, Ihnen auch noch einen schönen Tag und auch wirklich an alle, die heute teilgenommen haben, einen schönen Tag. Und ich sage jetzt einfach nur noch kurz Tschüss. Customer, you know it would be great. The quarter's coming to a close, so please don't hesitate. Place your order right away.